Sprechenstunde Roderich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Präsidentin, bevor ich mit meiner Rede beginne, möchte ich Sie bitten, während meiner Redezeit zu prüfen, ob es diesem Hohen Hause angemessen ist, dass einige Abgeordnete der Linken, mindestens 10, sich mit dem Pusikefehe uniformiert haben. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 12 Tagen läuft die Operation Olivenzweig. Die Türkei beabsichtigt damit, dauerhaft eine türkische Präsenz im Norden von Syrien zu etablieren, um damit gegen vorgebliche kurdische Terroristen vorzugehen. In dieser Gemengelage leidet zuallererst die Wahrheit. Es gibt hier keine einfachen Wahrheiten und, um Konrad Adenauer zu bemühen, erst recht keine reine Wahrheit oder eine lautere Wahrheit. Ich versuche, aus der Gemengelage 2, 3 Aspekte herauszugreifen. Zuallererst zum türkischen Vorgehen. Das türkische Vorgehen ist in keiner Weise angemessen. Es ist kein Angriff, der vorliegt. Die türkische Republik wurde nicht angegriffen, noch steht ein Angriff unmittelbar bevor. Somit ist das Verhalten der Türkei als völkerrechtswidrig zu bewerten. Deshalb hat die Bundesregierung völlig richtig gehandelt, sofort, auch entgegen letzter Absprachen, die Unterstützung der Türkei mit deutschen Rüstungsgütern auszusetzen und auch die Nachrüstung bestimmter Panzer zu leisten. Hier können wir nur als CDU-CSU-Bundestagsfraktion unsere Bundesregierung unterstützen. Richtig gehandelt. Zweitens. Ich möchte hier auch die NATO als Wertegemeinschaft ansprechen. Wenn die Türkei weiter vorgeht, wird sie in der Provinz Rojava auf US-Truppen treffen. Wenn sie bis Manbije vortrifft, trifft sie auf etwa 2000 US-Soldaten. Das gilt es zu verhindern. Wir müssen mal schauen, wer profitiert denn von dieser Lage? Die Türkei bricht das Völkerrecht offensichtlich und es droht eine Konfrontation zwischen 2 NATO-Staaten. Der lachende Dritte sind 2. Erstens wird Assad stabilisiert und zweitens ist es Russland gelungen, einen Keil zwischen die NATO zu treiben. Hinzu kommt, dass die Türkei sich schleichend aus dem NATO-Bündnis isoliert. Ich möchte das belegen daran, dass die Türkei ein russisches Luftverteidigungssystem eingeführt hat, das das bisherige der NATO ersetzt und damit die türkische Luftverteidigung nicht mehr kompatibel ist mit der NATO-Luftverteidigung. Ferner gilt es zu beachten, dass wir innerhalb der Türkei sehr viel Gefolgschaft für Erdogan haben, weil er von innenpolitischen Problemen ablenkt und versucht, Gefolgschaft für dieses offensichtlich völkerrechtswidrige Vorgehen zu gewinnen. Wir müssen deshalb als Bundesrepublik Deutschland in der EU darauf drängen, dass in 2 Bereichen dieses Vorgehen thematisiert wird. Erstens im NATO-Rat. Das ist schwierig genug, weil die Tagesordnung einstimmig zu verabschieden ist. Und zweitens im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Russland hat diese Woche sehr klar erkannt in den Friedensverhandlungen von Sotschi, dass sie ja, indem die Kurden ausgeschlossen sind, die größte Ethnie im Nahen und Mittleren Osten, an einer Friedenslösung vorbeiarbeiten und durch die Stabilisierung von Assad natürlich nicht erreichen werden, dass Hunderttausende Kurden, die wegen Assad das Land und seiner Bombardierungen das Land verlassen haben, wir diese Syrer zurückreise in ihr Heimatland bewegen können. Deshalb kommt es darauf an, und da sehe ich den Hebel, dass wir, und das ist mein dritter Aspekt, an einer europäischen Strategie arbeiten, die Russland zeigt. Wenn wir diplomatisch in Genf miteinander verhandeln, müssen die Sonderverhandlungen in Astana und Sotschi beendet werden und der Einbeziehung aller Gruppierungen, einschließlich der Kurden und der Regionalmächte in Genf. Kurzfristig sollten wir das auch im NATO-Rat thematisieren. Und in einem weiteren Schritt müssen wir daran arbeiten, in diesem Friedensprozess, dass wir ein UN-Mandat erhalten, um letztlich langfristig die Existenz der Kurden in Syrien zu gewährleisten, einen Friedensprozess in Syrien mit europäischer Beteiligung hinzubekommen und schließlich, das ist unsere Stärke, klarzumachen, ein Wiederaufbau
von Syrien ist aus der Region heraus nicht zu leisten. Und westliche Mittel können nur fließen, wenn eine Lösung für Assad gefunden wird und ein inklusiver Friedensprozess geleistet wird. Lassen Sie uns also in diese Richtung arbeiten. Erstens, es ist gut, wie die Bundesregierung gehandelt hat. Zweitens, wir müssen es im NATO-Rat und Vereinten Nationen thematisieren. Und drittens, wir brauchen eine europäische Strategie, deren Grundzüge ich aufgezeigt habe. Und da hilft nicht Symbolpolitik, sondern klares Verhandeln. Herzlichen Dank. Herr Kollege Kiesewetter, Sie hatten das Präsidium gebeten, zu prüfen, ob die getragenen Schals in der Fraktion der Linken eine Uniformierung seien. Ich will darauf wie folgt antworten.